den Fuß, den hinteren Fuß. Zeig mir mal, wie du den Fuß vorher gesetzt hast. Hat oft den Fuß neben den Körper gesetzt und ist immer hin und her gewandert. Durch die Hütchen versuchen wir das zu kompensieren. Und parallel hat sie die Außerbewegung genauso schnell gemacht wie den Ballwurf. Wie hat das dann ausgesehen? Genau. Also könntest du noch einen alten Aufschlag machen? Genau. Das heißt, das ist das Problem. Sie hat immer beide Arme im Grunde genommen. Ich lege euch mal kurz ab. Sie hat immer beide Arme beim Zurückgehen gleichzeitig hochgenommen. Immer hier langsam und dann beides hoch und war dann zu früh vorne. Was sie jetzt machen soll, ist, sie soll ein bisschen mehr dieses Gefühl haben. Das heißt, zurückgehen, Ballwurf zuerst. Und wenn der Ballwurf hochgeht, kommt der Arm hinten nach, aufladen und dann nach oben rausgehen. Da die Merle das schon relativ lange falsch gemacht hat, ist das jetzt ziemlich harte Arbeit, das umzuprogrammieren. Aber, wie ihr jetzt sehen werdet, funktioniert sehr gut. Achtung! Ballwurf, Arm, ja, war noch nicht optimal, aber ich sage euch Bescheid, wenn einer kommt, der mir gefällt. Gut, wie gefällt es dir denn? Sehr gut. Ein bisschen besser, oder? Power. Genau, Key ist ein bisschen mehr Power, dadurch, dass sie beide Arme gleichzeitig hochgenommen hat, hat sie halt unfassbar viel Aufladepower verloren. Ihr seht, die kippt jetzt noch ein bisschen weg und so, aber das sind jetzt halt auch viele Sachen auf einmal. Ne? Sie muss sich hier halt auf die Füße konzentrieren, weil sie hat halt vorher die Füße so stehen gehabt. Und wenn sie den Ballwurf verkackt hat, dann hat sie einen Schritt hier mitgemacht und den auch noch daneben gesetzt. Ja, jetzt wollen wir den Fuß halt hier wirklich betonieren, komplett betonieren, zurückgehen, Übergang und den hinteren wirklich richtig schön seitlich ranziehen, aufladen. Hüfte vorschieben, linke Arm oben und dann gib ihm. So, und das halt parallel zu dem neuen Rhythmus in der Schwungbewegung ist nicht wirklich easy, aber sie macht es gut für das erste Mal. Das Ballwurf, Schwung, hopp. Okay? Des Weiteren hatte sie ein bisschen Probleme mit dem Griff. Sie hat immer das Handgelenk immer so ein bisschen verdreht. Zeige ich euch jetzt auch noch mal ganz kurz. Stell dich noch mal hin, Merle. Sie hatte immer das Handgelenk mal relativ verdreht. Ja, nennen wir es jetzt einfach mal Raonic. Finde ich vielleicht für eine Frau ein bisschen zu extrem. Ja, und diese Position hat sie dann auch hier oben gehabt. Ja, und das war alles ein bisschen zu. Das heißt, ich will hier oben eine lockere Position haben im Handgelenk. Das heißt, diese lockere Position suche ich auch da vorne. Ich bin eigentlich normalerweise geht es immer umgekehrt, dass ich immer will, dass sie mehr Mittelgriff, mehr Kontinentalgriff bekommen, weil die mit zu viel Vorhandgriff servieren. Aber in diesem Fall ist sie einer der ersten, wo ich sage, mach ein bisschen weniger Griff. Ein bisschen mehr Richtung Vorhand, damit das Handgelenk hinten ein kleines bisschen freier ist und sie mehr Power kriegt. Natürlich ist sie jetzt ein bisschen nach links gesprungen. Folge dem Ball, Merle. Folgen. Jawohl. Schon ein bisschen besser. Ja, sie hat jetzt einiges zu tun. Sie muss ihre Füße unten sortieren. Sie muss den Rhythmus ändern. Gut. Okay. Ihr merkt auch, ein großer Punkt ist auch, wenn ihr jemand seid, der mit dem Schritt serviert und die Füße sind zu schmal, dann habt ihr nicht genug Anlauf, dann sucht ihr auch den Schritt dran vorbei. Ja, oder eher hierhin oder was auch immer. Wenn ihr ein bisschen weiter rausgeht, habt ihr genug Platz von hier bis hier, um einen vernünftigen Step zu machen. Ja, sonst macht ihr sonst einen Alibi-Step. Wenn ihr einen Step macht, dann macht auch einen richtigen Step. Nicht einfach nur irgendwie steppen und der bringt nichts. Dann lasst die Füße stehen und serviert eher in so einem Federer-Style, wo beide Füße stehen oder wie die Angie Kerber zuletzt ihren Aufschlag geändert hat, vom Schritt zu keinem Schritt. Ja, sie hat halt immer beim Schritt die Balance verloren, hat sich zu früh geöffnet und hat immer zu frontal serviert und der neue Trainer von ihr hat das ganz gut hingekriegt, dass sie ein bisschen länger auf beiden Beinen die Loading-Phase hält und dadurch
seitlicher bleibt beim Aufschlag und nicht zu früh aufdreht. Ballwurf, Arm, hopp. Und nochmal. Also, ist jetzt Step by Step. Gibt jetzt viel zu tun. Du hast keine Bälle mehr, ne? Machen wir noch einen schönen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Langsam, Ballwurf, Arm. Uiuiui. Was konnten wir da noch erkennen? Ich meine, man kann jetzt 1000 Sachen sagen, ne? Aber da hat es halt den Kopf zu früh runtergenommen. Konzentriert sich jetzt halt echt auf 2-3 Dinge. Das ist nicht einfach. Also, versuch, dich groß zu machen nach der Aufladephase. Kopf oben lassen und gib ihm Merle. Komm, zurück. Hopp, hoch. Jawohl. Gut, das war ein kleines bisschen zum Aufschlag. Merle, wink mal, warte. Winkeln. Danke fürs Mitmachen. Ja, ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit, um hier Kommentare zu schreiben. For the English speaking people out there, I'll just explain in a few words for you guys. Maybe there's some people from English nations who want to know what I'm talking about. Very quick. Merle is her name in English. She had the problem that she was standing with her feet too close, and every time she took the foot past the other foot. So what I try to get her to do is put the cones by side, so she keeps the feet next to each other in the loading phase. So she keeps the front foot still, pulls the other foot by side, and is a bit more side on the feet. Then dragging the hips open and losing the closed stance on the serve. And the other thing was that she was actually taking the racket back and taking both arms up at the same time. So she was going really slow, say like a really slow take back, like a Serena Williams kind of style. She was going really slow and then taking both arms quickly up. So she her throwing arm was the same acceleration as the swing back. What we want, and what's pretty nice here in the sundown with the shadow, as you can see in my silhouette, that we want this position. So the arm actually goes up and the other arm stays low and has time to do the entire backswing. So I put the ball up on the way back. I stay on my back foot, load and go. So Merle had a lot to do here. She has to change her take back and she has to change or reorganize her feet and try to tidy up the feet a little bit. So yeah, it's very specific. It's got nothing to do with the normal, natural kind of little things, basic things you do on a serve. It was actually a thing which she has been doing for a long while. And now we're actually just taking time. We're taking a complete hour to just fix this up, so she has this for hopefully her whole life to have one solid base, uncomplicated base, and can have fun with her serve. Because up until now she's been served playing big forehands, playing good matches, and been shitting her pants as soon as she has to serve. So that's not a good feeling at all. So you have to take your time. You have to go out. She's open to change stuff, which is really important. She's not the kind of girl who goes like, two don't work, and then she goes, no, fuck this. This is bullshit. It doesn't work. I hate it. Let's not do it. So there has to be a little bit of trust to the coach. And yeah, she's trying it and it's working, which is actually, it's this kind of passion you have as a coach. We actually tried it the first time tonight. Where I actually have to take a step over the board as well as a coach and say, okay, let's do this. I'm going to do it. We're going to change it. Because sometimes coaches hesitate to do the complicated stuff because they're unsure if it's going to work, or they're maybe afraid of her next tournament that she's not going to serve well. I think if you can transfer it good and in a good language to the player, that it makes sense, then the player should be open to work on certain details, which may be a bit more complicated than the usual ball toss, more forward or left or right, or more loading from the legs.
Now sometimes it is a bit more, it is a bit more to it. So here, this time it's the feet and the rhythm of the take back. Whoops. So she's got feet back there. As soon as she feels the feet, it's also a little mental thing that something's laying there on the ground. She knows something is there, so she's actually really focusing on not touching the cones. That's a little mental side of it. That was a good one. There was nice sound to it. As soon as you hit it really clean, you can actually hear a really good sound to the ball. A good pop. That one wasn't as nice. Benjamin, okay. Benjamin is asking a question, foot posted to the net post. Benny, I know that many coaches go this. The thing is, as soon as you see it with a lot of good players, if you point the foot forward, as soon as you turn up to the ball toss, the foot most of the time is going to turn this way anyway. A good example is Rafa Nadal. He stands there with a pointed foot, and as soon as he throws a ball up, he turns his foot sideways. So I don't know if you need to actually put the foot forwards. One thing maybe about it, which is a good thing, if you have the foot forward, maybe it's good for your ball toss arm to keep in line with the foot pointing forwards. I am brought up classic, so I always kept my foot a little bit more parallel to the baseline, like Merle is doing it. And in her case, I want the back foot parallel to this one. And I want it, when she loads up, I want it, the feet, the heels in the air, of course. She cannot go bend her knees and keep the heels on the ground. So she, as soon as she goes into a loading phase, geh mal die Knie, genau, the heels up, mehr die Fersen hoch, wenn du runter gehst. Genau, okay? This is the loading phase. So I want the feet parallel so she doesn't turn the front foot to the side. And I know it's a common thing to point your foot to the net post and all that, but I'm myself a little bit more parallel. So I actually stand like this. I go back, put my foot up, and then I put my heel into the ground. I used to actually turn this way. So I start like this, and then I turn and load. So most of the players turn the foot a little bit parallel to the baseline and load. So I want to keep it uncomplicated. Why don't we just keep the foot parallel in the first place? Which is actually a little bit, if you see Djokovic standing at the line, it always looks a little bit unnatural. He always stands very parallel to the baseline, and it actually nearly looks like he's twisting his upper body against the natural. So he's always like this, and then it looks like the knee is trying to go this way. If you have that problem, loosen it up a little bit and post the foot a little bit to the front, but don't go this, okay? So, Benny, ich bin ein Verfechter von dem seitlicheren Fuß. Muss nicht ganz seitlich sein, wenn das im Knie sich unangenehm anfühlt, dann mach's ein bisschen schräg. Aber so richtig spitz nach vorne bin ich kein Fan von. Dann sind die Hüfte ein bisschen zu offen. Ein Kyrgios oder so kommt damit halt gut weg. Der hat den Fuß halt wirklich recht schräg nach vorne und zieht auch den anderen so ein bisschen daneben. Aber der hat auch andere Features in seinem Aufschlag, warum der so gut serviert durch die Shotgun-Bewegung. Das hat nicht wirklich viel mit dem vorderen Fuß zu tun. Wie schulst du jemanden, der keine gute Schleife hinterm Rücken macht, beziehungsweise den Arm hinterm Rücken fallen lassen und schnell raus? Maurice, recht langes Thema. Da gibt es zwei verschiedene Ansätze. Ne? Ich versuche da manchmal über den Griff zu gehen. Wenn die das nicht richtig, besonders bei den Mädels, ist das wirklich eine Challenge, dass die diese Schulter-über-Schulter-Position kriegen, die vordere Schulter höher ist als die hintere, stelle ich nochmal kurz rein, Merle. Und meistens diese Schleife hinterm Rücken, Maurice,
führt zurück, dass sie einfach einen beschissenen Aufschlaggriff haben. Das heißt, die müssen sich einfach dazu zwingen, hier einen besseren Griff zu haben, auch hier über ein lockeres Handgelenk, dass sie reinkommen. Manch bei den Anfängern lege ich den Schläger teilweise auch auf den Hinterkopf. Ja, und Hinterkopf wegnehmen und diese Position halten und dann runter. Ja, oder so über die Seite, ich weiß momentan ist es sehr modern, über die Seite zu kommen ein bisschen mehr. Ich bin eher über den hinteren Weg und dann rein. Also ich bin im Grunde genommen groß geworden eher über so einen Del Potro Aufschlag, relativ lang nach hinten und rund. Ich weiß, heute ist es sehr modern, weil man halt einen Federer und Dimitrov und alle eher an der Seite den Schläger hochzunehmen. Oder wenn du einen Sam Gross siehst, wie kurz der halt ausholt und den Arm wirklich an der Seite hochnimmt und den Schläger hier rein. Aber dieses Gefühl Vorhandgriff und dann die offene Schlägerfläche und die Schleife hinterm Kopf, das kriegst du halt weg über dieses auch mal an den Kopf halten. Also es gibt so verschiedene Wege. Du musst im Grunde genommen so ein bisschen kreativ sein, wie du dem Spieler in dem Moment helfen kannst. Auch zu erklären, warum findet eine Schleife hinterm Kopf statt. Das ist ja die Beschleunigungsphase von der oberen Schlägerspitze. Das ist ja noch nicht die Beschleunigungsphase. Das ist, du holst aus, hast den Schläger oben und die Beschleunigungsphase findet ja nur ab jetzt statt, wenn der Schläger fällt und hochgeht. Das heißt, je tiefer der Schläger hinten runterfällt in der Beschleunigungsphase, desto schneller und weiter ist der Weg nach oben und umso besser wirst du aufschlagen. Das, dafür muss eine gewisse Mobilität in der Schulter vorhanden sein, damit dieser Weg überhaupt erreicht wird von tief hinten nach oben. Und das Zweite ist, wenn ihr von Anfang an, meistens verkacken es die Trainer halt zu Juniorzeiten, indem sie den Kindern sehr früh diesen ganzen Rucksack-Scheiß, steckt den Schläger in den Rucksack, das mache ich auch manchmal, aber ich versuche den Kindern sehr früh im Alter beizubringen, dass der Schläger, dass der eigentlich hier hinkommen muss und von da wird der Ball hochgeworfen und wenn ich jetzt Gas gebe, dann fällt der Schläger runter und geht nach oben. Nicht dieses rein, Schläger tief und dann starten. Wenn das passiert und die das über viele Jahre so machen, dann ist das so, wie wenn ich einen Deep Squat mache, so tief es geht und sag, okay, jetzt spring mal so hoch du kannst. Funktioniert nicht, die Reaktivkraft ist dann weg. Die ganze kinematische Kette kann dann nicht mehr funktionieren, die ist dann unterbrochen. Die ganze Aufladephase ist unterbrochen, der Schläger hängt einfach tief im Nacken und du kommst da oben nicht mehr raus. Das heißt, du musst relativ schnell, jetzt kommt wieder ein Keyword, bevor ich ein Fan bin, relativ schnell den Rhythmus richtig hinkriegen, dass der Schläger fließt. Nimm irgendwie ein Handtuch, mach ein paar Knoten rein oder einen Socken und tu in den Socken 3-4 Bälle. Und lass die dann mit dem Socken, mit den 3-4 Bällen drin diesen Schwung machen. Die merken dann, wie die Bälle hinten in den Tief, in den Rücken fallen. Und wie die dann den Schwung auch spüren. Schlägerkopf oben. Und wenn der Schlägerkopf oben ist, ist die Aufladephase. Und wenn ich beschleunige, dann geht der Schläger runter und hoch. Ja, das wäre so mein erster Gedanke auf deine Frage. Ich hoffe, ich könnte dir damit helfen. Und nice format, one-handed backhand, please. So, Clint, okay, machen wir. Ich gehe jetzt auch wieder offline. Ich werde mit der Merle jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten. Guck mal kurz, ob hier noch irgendwo eine Frage ist. Thanks, nice format, one-handed backhand. One-handed backhand machen wir ein andermal. Wie oft würdest du den Aufschlag pro Woche trainieren und wie lange? Boah, das hängt vom physischen Status ab. Ich könnte jetzt mit einem Profispieler sagen, bis du blau im Gesicht wirst. Aber wenn es Schulterschmerzen gibt und so, also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. So ein Eimer wie da, ja, 72 Bälle, 100 Bälle drin, so eine ganze Portion. Es wird einfach zu wenig aufgeschlagen. Die Schulter muss auch mitmachen. Also wenn du präventiv arbeitest und die Schulter gesund ist und du in der Lage bist, viele Aufschläge zu machen, dann Schlag auf, 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 Schlag auf. Also bis du blau im Gesicht bist. Ein Korb, einen ganzen Korb. Sammeln, Pause machen, einen zweiten Korb. Immer 10er Portionen. 10er Portionen servieren, auf eine Ecke, Pause machen. 10er Portionen wieder servieren, auf die nächste Ecke, Pause machen. Das heißt, nicht 100 Bälle am Stück, immer wieder portionieren, wie beim Krafttraining. Lasst das Nervensystem oder euer komplettes System auch mal ein bisschen ausruhen zwischen den Aufschlägen. Immer 100% konzentrieren, Rituale einstudieren, auch beim Aufschlag ein bisschen mit reinnehmen. Nicht einfach nur hinstellen, aufschlagen, sondern so wie auch im Match aufschlagt. Und dann habt ihr da genug zu tun. So, ich bin raus. Ich hoffe, ihr konntet mit dem spontanen Content ein bisschen was anfangen. Danke Merle fürs Mitmachen. Und bis später.
diesem herrlichen Sonnenuntergang. Boah, wunderschön.